UpRed geht heute in Berufung. Warum und was heute passiert, das erfahrt ihr hier und jetzt bei der Tomek. Und damit herzlich willkommen. Heute fahre ich nach Hamburg, denn auch das letzte Mal, als ich in Hamburg war, war ich bei einer Gerichtsverhandlung, und zwar gegen UpRed. Auch dieses Mal gibt es eine Gerichtsverhandlung ebenfalls gegen UpRed. Dieser geht nämlich in Berufung. Ob seine Strafe diesmal ausgesetzt wird, somit dass er freigesprochen wird im Berufungsverfahren, oder ob seine Strafe beibehalten bleibt, das wird sich heute entscheiden um etwa 9.45 Uhr, somit in ungefähr 3 Stunden. Ich sitze gerade im ICE nach Hamburg, denn um 9 Uhr beginnt das Ganze und es ist gerade 7.20 Uhr. Wir kommen in ein paar Minuten in Hamburg an und dann geht es direkt auf zum Gericht. Eine Presseakkreditierung holen, denn das ist immer wieder eine Freude. Und dann geht es zum Gerichtssaal, dann muss ich mir wieder mal die Gerichtsverhandlung angucken, die bestimmt 1:1 so ablaufen wird wie die letzte. Und dann bin ich gespannt, welche Strafe vor Ort ausgesprochen wird. Etwas vielleicht auch ganz Wichtiges. UpRed, ich habe gerade nämlich sein Video geguckt, der hat in seinem Video auch richtig gesagt, dass er zwar eine mehrmonatige Haftstrafe bekommen hat, aber auf Bewährung für 3 Jahre. Das haben wir, ich glaube, im Video gesagt, aber nicht getwittert. Und deswegen, er hat eine 3-jährige Bewährungsstrafe, also eigentlich eine Haftstrafe, eine mehrmonatige, aber diese wurde auf Bewährung ausgesetzt mit der Auflage von 200 Sozialstunden und einer Bewährung für 3 Jahre. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und ob das Ganze heute aufgehoben wird, das werden wir gleich sehen. Kann gut sein, dass das Gericht das aufmacht. Dann machen wir eine Pause. Sagst du was dazu? Ja, sorry. Gar nichts, das ist alles easy. Alles entspannt. Also sind Sie zufrieden? Zufrieden mit der Strafe? Ja. Mit der Rücknahme? Es gibt ja keine Rücknahme, ist alles am Alten. Ja. Also zufrieden damit. Gegen das Urteil des Amtsgerichts haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Angeklagten Berufung eingelegt. In der heutigen Berufungshauptverhandlung ist die Berufung der Staatsanwaltschaft und des einen Angeklagten wechselseitig zurückgenommen worden. In Bezug auf den zweiten Angeklagten sind die Rechtsmittel beschränkt worden auf die Anzahl der Tagessätze. Und es ist eine Verständigung dahingehend zustande gekommen, dass die Geldstrafe 90 Tagessätze nicht übersteigen soll. So, das war's mit dem Prozess hier gerade hinter mir im Landgericht in Hamburg. Ja, es verlief alles sehr schnell. Wir haben gerade mal 11.09 Uhr und der Prozess ist schon komplett vorbei. So um 10.50 Uhr war der schon komplett vorbei. Ich habe hier gerade draußen nochmal mit dem Mitangeklagten Jan H. gestanden und gesprochen. Ja, wie bestimmt schon auf Twitter gelesen, gab es eine gegenseitige Berufungsrücknahme bei dem Verfahren gegen UpRed, also gegen Ahmad Ahadi. Gab es eine gegenseitige Berufungsrücknahme, bedeutet, das Urteil ist jetzt rechtskräftig. 7 Monate Haft, ausgesetzt auf 3 Jahre Bewährung.
mit der Auflage von 200 Sozialstunden. Der Mitangeklagte Jan H. sollte ja eigentlich 120 Tagessätze zu je 10 Euro zahlen. Jedoch wurde das Ganze verändert, das Urteil, und es heißt nun 90 Tagessätze zu je 10 Euro. Da ist der Vorteil dran, es ist keine Strafe, die im Melderegister bzw. im Bundeszentralregister eingetragen wird. Somit blieb er und kam mit einem blauen Auge davon. Er ist auch sehr zufrieden mit dem Urteil. Sein Anwalt ist auch sehr zufrieden mit seinem Urteil. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen. Was haltet ihr von dem Urteil? Ist das gegen ApoRed jetzt zu niedrig, zu hoch? Was haltet ihr von Jan H.? Sollte er, nur weil er daneben stand, auch diese Strafe bekommen, die er jetzt bekommen hat, zu 90 Tagessätzen je 10 Euro? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze direkt per WhatsApp haben wollt, bedeutet, dass ihr die Nachrichten vorab bekommt, einige Minuten, dann meldet euch gerne unter dertomek.de/WhatsApp an. Dort könnt ihr auch Telegram, Facebook Messenger und Insta auswählen. Der Link dazu ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.